Was geht ab, Leute, und willkommen zurück zu diesem neuen Video. Ein Video, was sich viele von euch gewünscht haben. Ich habe einfach unter die Kommentare meines letzten Videos geschaut und ich hatte ungefähr 20 Daumen hoch bei der Frage, dass ich mal mehr zu dem Thema Hohlkreuz machen soll. Ich habe in meinem letzten Trainings-Voice-Over so ein bisschen über die Thematik gesprochen, habe auch schon mal darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass man bestimmte Muskeln stärkt, bestimmte Muskeln dehnt, wenn es um das Thema Hohlkreuz geht. Und was ihr denn jetzt konkret machen müsst, welche Übungen, was ihr beachten müsst, was ihr wissen müsst, soll es in diesem Video gehen. Viel Spaß! Das Thema Hohlkreuz sollte viele von euch interessieren. Wenn ihr ein Hohlkreuz habt, solltet ihr versuchen, was dagegen zu tun. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich hatte und habe immer noch ein leichtes Hohlkreuz. Ich muss gerade mal hier schauen. Der Arsch kommt hier so ein bisschen raus und der Bauch ist ein bisschen nach vorne gewölbt. Ich mache es jetzt ein bisschen extremer, um es euch ein bisschen zu veranschaulichen. Was ihr hier seht, ist diese krasse Wölbung in der Lendenwirbelsäule. Eine leicht gekrümmte S-Form in der Wirbelsäule ist absolut natürlich und ist auch so von der Natur vorgesehen, weil ihr somit quasi einen natürlichen Stoßdämpfer habt. Jedes Mal, wenn ihr irgendwie eine Erschütterung habt oder wenn ihr ein Gewicht auf euren Schultern habt und das Gewicht quasi auf der Wirbelsäule lastet, habt ihr durch diese leichte S-Krümmung eine optimale Dämpfung. Dadurch, dass du und ich und wir und alle und der größte Teil der Gesellschaft heutzutage vor dem Schreibtisch sitzt, auf dem Stuhl hockt, auf der Couch hockt, vor dem PC hockt, kann eine sogenannte Hyperlordose, also eine übermäßige Lordose, eine Lordose ist eine nach innen Wölbung, entstehen, was in vielen Fällen sogar dazu führen kann, dass man Schmerzen bekommt und dass die Haltung einfach kacke aussieht. Und dass die Wirbelsäule nicht mehr so arbeitet, wie sie arbeiten sollte, die Wirbel aneinander reiben und somit ein Bandscheibenvorfall vorprogrammiert ist. Also falls ihr auch zu dieser Gruppe gehört, solltet ihr das Video auf jeden Fall bis zum Ende anschauen und euch den einen oder anderen Tipp mitnehmen, auch wenn ihr keine krasse Hyperlordose habt, ist es auf jeden Fall ratsam, einfach den einen oder anderen Tipp wahrzunehmen, die eine oder andere Übung mit in das Training zu integrieren. Die meisten Übungen kann man auch super zu Hause machen. Deswegen, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal tief in die Thematik ein und sage euch einfach mal, worauf ihr achten müsst. Bevor wir die einzelnen Übungen durchgehen, würde ich euch einfach mal so ein bisschen nahe bringen, wie Bänder, Sehnen, Muskeln zusammenhängen und wie das Ganze eine Auswirkung auf die Körperhaltung hat. Stellt euch die Bänder und die Muskeln des Körpers einfach wie ein Segelschiff vor. Überall sind Masten, überall, wenn du hier ziehst, dann hängt da was durch, wenn du da ziehst, dann hängt da was durch, dann neigt sich das Segel so. Genauso ist es auch in eurem Körper. Wenn ihr an bestimmten Tauen zieht, dann neigt sich das Segel zu der Richtung. Wenn ihr an dem Tau zieht, dann neigt sich das Segel zu der Richtung. Keine Ahnung, ob das jetzt Deutsch war, Leute. Wichtig für euch zum Verständnis ist einfach nur, es gibt Muskeln, die haben einen hohen Tonus, weil sie besser entwickelt sind oder einfach nur verkürzt sind. Und es gibt Muskeln, die sind extrem schlaff, die sind extrem unausgeprägt. Und das Verhältnis dieser zwei Muskeln oder dieser ganzen verschiedenen Muskeln zueinander bestimmt quasi eure Haltung. Wenn ihr in dieser sitzenden Position seid, dann wird der Muskel, der hier entlang läuft, der Hüftbeuger, komplett erschlaffen, weil er normalerweise, wenn ihr steht, in einer gedehnten Situation, in einer gedehnten Position ist. Lasst mich euch kurz näher bringen, welche Muskeln denn jetzt standardgemäß, wenn man ein Hohlkreuz hat, gestärkt werden müssen. Wie ihr jetzt konkret dagegen vorgehen könnt, welche Übungen ihr zur Stärkung machen könnt, welche Übungen ihr zur Dehnung machen könnt, der Muskeln, die eben stark verkürzt sind, werde ich euch jetzt im Folgenden nahebringen. Also seid auf jeden Fall gespannt. Nehmt einen Notizblock zur Stelle. Macht das Sinn? Nee, macht keinen Sinn. Ich gebe euch einen Tipp. Haltet einfach zwischen den Übungen an. Macht ein kleines Foto und speichert es in einem Album auf dem Handy. Hohlkreuzübungen, Stärkungsübungen, Dehnungsübungen, damit ihr die jederzeit zur Verfügung habt und damit ihr die Übungen nicht vergesst. So Leute, jetzt kommen wir endlich mal zum praktischen Teil. Ich verquatsche mich immer so ein bisschen, aber es ist alles wichtig. Wir fangen an mit den Kräftigungsübungen und zwar gibt es drei Muskeln, die beim Thema Hohlkreuz relevant sind, welche gekräftigt werden müssen. Das ist das Gesäß, der Beinbeuger, also der hintere Oberschenkel und der Bauch, ganz, ganz wichtig. Wir fangen an mit meiner absoluten Lieblingsübung zum Einsteigen, um warm zu werden, um Bewusstsein über das Becken und den Rücken zu bekommen. Und zwar ist das der Vierfüßlerstand. Positioniert einfach das Becken über dem Knie und die Arme, also die Hände unter den Schultern. Jetzt geht ihr immer in so einen übermäßigen Katzenbuckel und
drückt das Kinn richtig schön zur Brust und anschließend streckt ihr euch, versucht ein übermäßiges Hohlkreuz zu machen und schiebt euer Kinn nach oben zur Decke. Das wiederholt ihr einfach schön langsam. Hier geht es nicht um Geschwindigkeit, hier geht es darum, einfach ein Bewusstsein über den Rücken, über euer Becken zu bekommen. Jetzt versucht ihr die Übungen ein bisschen anspruchsvoller zu gestalten, um einfach ein bisschen mehr Rumpfbeteiligung zu bekommen. Und zwar streckt ihr die einzelnen Extremitäten langsam ab. Wir fangen mit den Armen an, links, rechts, schön langsam kontrolliert, oben kurz die Spannung halten. Ihr seht, ich bin jetzt nicht der beweglichste Mensch, auch wenn ich das regelmäßig mache. Ich komme nicht ganz so weit nach oben. Dann fangen wir an, die Beine noch dazu zu nehmen, einfach diagonal. Das ist so ziemlich das Schwerste, was ihr machen könnt. Die größte Steigerung bei dieser Übung. Und wie gesagt, oben immer kurz die Spannung halten und darauf achten, dass ihr nicht ins Hohlkreuz reinfällt. Das wollt ihr jetzt gerade vermeiden bei der Übung. Versucht, den Bauch schön anzuspannen, damit das Becken nicht macht, was es will. So, jetzt beginnt der anstrengende Part des Ganzen, nämlich das Bauchtraining. Den Plank wird wahrscheinlich jeder von euch kennen oder fast jeder von euch. Jeder hat schon mal gesehen, jeder hat schon mal ausprobiert. Es gibt verschiedene Variationen. Der eine schiebt den Po komplett nach oben, der andere lässt den Rücken komplett durchhängen. Was ihr versuchen solltet zu erreichen, ist so ein Mittelmaß. Also ihr seht, mein Rücken ist nicht komplett gerade. Der Po ist ein bisschen nach oben gezogen. Und das ist ganz, ganz, ganz arg wichtig, weil sonst könnt ihr den Bauch gar nicht erst anspannen. Okay, ganz wichtig. Kleiner Tipp am Rande, versucht bei dieser Übung mal, ich weiß, es funktioniert nicht, aber versucht mal, die Ellenbogen Richtung Füße zu ziehen. Der Boden ist im Weg, deswegen funktioniert es nicht, aber dadurch spannt ihr noch viel mehr den Rumpf an und habt somit die Übung optimiert. Sinn der Sache ist es nicht, die Übung 5 Minuten lang durchzuhalten, weil viele bei dieser Übung kaum auf die Effektivität Wert legen, sondern nur auf die Dauer des Ganzen. Also schaut, dass ihr es so 30 Sekunden bis eine Minute aushaltet. Dann seid ihr super dabei. Jetzt wird es richtig interessant, das ist die Steigerung der Steigerung. Ihr versucht den Stützstand abgestützt zu machen und spreizt die Beine, sonst seid ihr instabil. Und jetzt das gleiche Spiel wie vorhin, die Arme langsam abwechselnd nach oben spreizen. Und in dem Moment, wo der eine Arm in der Luft ist, habt ihr logischerweise extrem krass mit dem Rumpf gegen diese Instabilität anzukämpfen. Und dadurch habt ihr einen super Reiz für den Rumpf. Guckt auch bei dieser Übung, dass ihr, wenn ihr jetzt den Arm nach oben nehmt, nicht den kompletten Körper quasi verdreht, um die Stabilität aufrechtzuerhalten, sondern seid wirklich mit den Schultern und mit dem Becken stets parallel zum Boden. So Leute, jetzt kommen wir zur wahrscheinlich meist unterschätzten Bauchübung dieser Welt. 95% der Leute im Fitnessstudio und 100% der Leute zu Hause machen die Übung gefühlt falsch. Wichtig bei der Übung ist, dass ihr nicht, so wie es ihr hier gerade vor euch seht, jedes Mal ins Hohlkreuz fällt, jedes Mal die Schultern zum Boden führt, sondern eine konstante Spannung aufrechterhaltet. Dann könnt ihr auch keine 50, keine 100 Crunches machen, sondern dann schafft ihr halt auch nur 10 oder 15. Legt euch mal so ein Handtuch unter euren unteren Rücken und ich versuche hier natürlich nicht gerade zu flexen mit meinen Bauchmuskeln, sondern hier seht ihr jetzt wirklich, wie mein unterer Rücken, wie mein Becken, mein Bauch arbeitet. Legt euch mal ein Handtuch unter den unteren Rücken und versucht es wirklich konstant an den Boden zu drücken. Es darf nicht möglich sein, zu keinem Zeitpunkt dieser Übung, dass jemand an dem Handtuch zieht und es unter dem Rücken quasi rausrutscht. Richtig ausgeführt ist diese Übung mit einer der besten, die ihr überhaupt machen könnt. Ihr seht es an meinen Bauchmuskeln. Der gerade Bauchmuskel ist unter Spannung. Die seitlichen Bauchmuskeln arbeiten auch mit. Es ist einfach eine Rumpfbeugebewegung und diese Bewegung ist maßgeblich gesteuert von den Bauchmuskeln, von den gesamten Bauchmuskeln dieses Bauches. Also man muss keine untere Bauchübungen machen, obere Bauchübungen, seitliche Bauchübungen. Wer diese Übung macht und den Plank noch dazu, ist optimal vorbereitet. Weiter geht's mit unserem Dehnprogramm. Und bevor ich jetzt auf die einzelnen Übungen eingehe, ganz kurz für euch zum Verständnis. Super, super wichtig ist für euch zu wissen, der Hüftbeuger ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass ihr euch überhaupt erst in dieser Hohlkreuzposition befindet. Nämlich, er knüpft am Bein an und zieht über eure Hüfte zu eurem Becken. Und wenn er jetzt verkürzt ist, wie es bei den meisten der Fall ist, dann fallt ihr erst so richtig in diese Hohlkreuzposition.
Position rein. Deswegen ganz wichtig, dieser Muskel sollte beim Dehnprogramm fokussiert werden. Um aus dieser Position rauszukommen, ist es wie bereits angesprochen sehr, sehr wichtig, dass ihr die Gegenspieler trainiert. Das sind zum einen Gesäß, Bauch und Oberschenkelrückseite und eben die Muskeln dehnt, die eben einen hohen Tonus haben. Jetzt vor allem der Hüftbeuger und die Oberschenkelvorderseite und der untere Rücken. Zur Ausführung der ersten Dehnübung schaut, dass ihr hier den Po nicht einfach runter zum Boden drückt, sondern Gesäß unter Spannung und ganz wichtig den Bauch komplett unter Spannung und dann erst versuchen, in dieser Spannung euch zu halten und das Becken Richtung Boden zu drücken. Und jetzt steuert ihr erst so richtig den Hüftbeuger an, den ihr dehnen möchtet. Wenn ihr das nicht beachtet, dann werdet ihr alles andere dehnen als den Hüftbeuger, den ihr eigentlich fokussieren wollt. Jetzt eine kleine Variation, einfach links und rechts mal das Bein anwinkeln, den Fuß Richtung Kniekehle drücken und hier jetzt einfach ein bisschen spielen. Ihr werdet, wenn ihr es richtig ausführt, den Hüftbeuger richtig schön in der Dehnung fühlen. Guckt da wirklich, tastet euch langsam ran. Versucht nicht irgendwie die Beine zu dehnen oder was weiß ich, natürlich werden sie mitgedehnt, aber versucht wirklich den Hüftbeuger zu fühlen und wenn ihr das nicht spürt, einfach wie gesagt langsam rantasten und mit der Zeit werdet ihr den Muskel auch richtig gut absteuern können. Weiter geht's zu einer Übung, die ich auch immer falsch ausgeführt sehe. Ich meine, die Leute wollen diese Übung ausführen, aber sie, wie gesagt, sie steuern nicht wirklich den Hüftbeuger an. Ihr seht, wie ich es jetzt gerade ausführe, so seht ihr die Übung bei den meisten Leuten. Hier wird vor allem der Beinbeuger gedehnt. Aber was ihr vor allem, wie gesagt, dehnen wollt, ist der Hüftbeuger. Und das erreicht ihr, indem ihr den Bauch unter Spannung haltet, Gesäß anspannen. Ihr seht, mein Rücken ist jetzt gerade. Und in dieser Position schiebt ihr jetzt euer Rumpf, euer Becken, einfach euren gesamten Oberkörper nach vorne. Jetzt kommt ihr natürlich längst nicht so weit, wie wenn ihr die Spannung nicht aufrechterhalten würdet. Aber genau das ist auch unser Ziel. Wir wollen nur den Hüftbeuger ansteuern und da geht es nicht darum, so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Mit der Zeit werdet ihr natürlich weiter nach vorne kommen und somit langsam euer Hohlkreuz lösen. Hier seht ihr noch, versucht nicht zu rotieren, also immer schön Becken gerade nach vorne ausgerichtet lassen. Jetzt eine Übung, die euch vor allem dabei hilft, in Übungen wie jetzt zum Beispiel dem gestreckten Kreuzheben oder dem Langhantelrudern im Stehen, viel, viel tiefer mit geradem Rücken zu kommen. Hier geht es nicht darum, mit den Fingerspitzen die Füße zu berühren. Das ist eine andere Übung, auch wieder für die Beinrückseite. Hier wollen wir den Rumpf komplett anspannen. Ihr seht, ich versuche jetzt den Rücken so gerade wie möglich zu halten, die Beine komplett zu strecken und gleichzeitig so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Das ist eine richtig, richtig eklige Übung. Sinn der Sache ist hier, ihr seht, Beine und Rücken ergeben einen rechten Winkel. Und im Idealfall, wenn ihr jetzt das Ganze weiter austrainiert, werdet ihr damit geradem Rücken noch viel weiter nach vorne kommen. Jetzt die letzte Übung, die einfach so ein bisschen das Bewusstsein wieder über eure Wirbelsäule schult und nochmal alles vereint, was ich euch bisher gesagt habe. Ihr legt euch auf den Boden, könnt ihr übrigens immer mal wieder zwischendurch machen, müsst ihr nicht immer unbedingt im Training machen, sondern einfach ab und zu mal, wenn ihr Bock drauf habt, zu Hause oder auf der Arbeit oder in der Schule, wie auch immer. Ihr winkelt die Füße an und jetzt versucht ihr das Kinn Richtung Kehlkopf zu ziehen. Ihr spannt es richtig, richtig fest an, haltet die Spannung und wenn ihr diese Spannung erhalten könnt, geht ihr weiter zur Lendenwirbelsäule. Ihr erinnert euch an die Crunch-Übung, Lendenwirbelsäule. Hier versuchen wir jetzt zusätzlich noch den unteren Rücken Richtung Boden zu pressen. Die Handflächen zeigen Richtung Decke und wenn ihr diese Spannung jetzt in der Halswirbelsäule, in der Lendenwirbelsäule halten könnt, dann geht ihr weiter und versucht die Füße so weit wie, also die Beine so weit wie möglich zu strecken, ohne dass die Spannung sich oben in der Mitte oder unten löst. Okay, das ist eine sehr, sehr schwierige Übung, aber sie schult das Bewusstsein über die Wirbelsäule und es ist ganz, ganz wichtig, um jetzt euer Hohlkreuz zu verbessern und um einfach eine gesunde, athletische, harmonische
Haltung zu erlangen. Geht die Übungen einfach der Reihe nach durch, haltet immer die Spannung 30 Sekunden bis eine Minute, wenn ihr gut seid 2 Minuten, löst die Spannung wieder, macht jede Übung ein, zwei Mal und ihr seid auf jeden Fall gut am Start. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg auf jeden Fall und würde sagen, weiter mit dem Video. Das war's auch schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Die eine oder andere Übung habt ihr bestimmt schon mal so irgendwo anders gesehen, auf anderen Kanälen. Ich habe jetzt das Rad nicht neu erfunden, das sind einfach nur meine Tipps, die ich euch hier mit auf den Weg gebe. Kurz, ich bin natürlich kein Physiotherapeut, ich habe einige Lizenzen zum Thema Rückenschulung, Personal Training etc. Also, falls ihr mir euer Vertrauen gebt, habt ihr wahrscheinlich, sonst hättet ihr das Video nicht zu Ende geschaut. Freut mich das auf jeden Fall. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Lasst mir gerne einen Kommentar da, welches Thema ich als nächstes behandeln soll. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.